Hallo liebe Taroskop mit Ella, Freunde. Es ist schön, dass ihr wieder da seid. Ich habe eine kleine Ankündigung zu machen vor der Legung. Ja, erstmal herzlichen Dank für euer tolles Feedback immer, für eure Kommentare und die Rückläufe. Und ich habe auch schon eine ganze Menge Legungen gemacht, auch nicht nur online und hier für euch. Das mache ich natürlich auch weiterhin und gerne. Ich mache auch weiterhin nebenbei noch Legungen, wenn jemand Fragen hat. Ihr findet das auf meiner Seite www.ella-taroskop.de. Die gibt es auch als www.ella-taroskop.com. Und wenn ihr Fragen, Anregungen oder irgendwas habt, was ihr wissen wollt, bezüglich auch Legungen und so weiter, dann wendet euch an meine E-Mail-Adresse. Das ist ella-taroskop@web.de. Es gibt noch etwas. Ich biete an, euch das Taroskoplegen beizubringen. Es gibt Kurse dafür, die biete ich auch auf meiner Webseite an. Habe ein besonderes Angebot zurzeit. Es gibt 3 Kurse, die das wirklich auch vertiefen. Also wenn ihr die 3 Kurse gemacht habt, könnt ihr selber Tarotkarten legen. Das gleiche gilt für Lenormand. Das biete ich auch an. Also wenn ihr Interesse habt, schaut es euch an und ja, probiert es aus oder belegt einen Kurs, wie ihr wollt. Das ist nur eine Ankündigung, wenn ihr Lust habt. Ich freue mich auf euch, wünsche euch viel Spaß bei eurer Legung und bis bald. Tschüss. Herzlich willkommen, lieber Skorpion, zur Taroskoplegung mit Ella. Wir sind in der Woche 20. bis 26.08.2018. Ja, schön, dass du wieder da bist. Wir gucken mal, welche Energien um dich herumschwirren und welche Energien du mitbringst in diese Woche. Das ist eine allgemeine Legung. Da musst du bitte schauen, was für dich passt, was du mitnehmen kannst, was dich inspiriert, was dir weiterhilft. Alles andere ist dann nicht für dich gedacht. Das ist bei allgemeinen Legungen immer so. Ja, und wie gesagt, du schaust, was du damit anfangen kannst. Umsetzen musst du es ja sowieso selber. So, dann gucken wir mal, welche Energien so um dich herum, dein Umfeld, wie das so energetisch gelagert ist. Und wir haben das Ass der Münzen. Da geht es um richtig was, ja, da geht es um richtig viel. Stabilität, Sicherheit, auch familiäres, Geld natürlich. Also schon sehr spannend. Jetzt gucken wir mal, welche Energien du mitbringst. Deine erste Karte ist, wie du dich fühlst, wie du über dich denkst. Dann haben wir deinen Wunsch in dieser Woche. Wir haben deine Hoffnung und Ängste. Wir haben die Karte, das ist gut für dich. Dann haben wir eine Karte, das ist nicht so gut für dich. Und den möglichen Ausgang in dieser Woche. Dazu kommt natürlich nachher noch die zweite Karte, um das so ein bisschen näher zu beleuchten. Wie fühlst du dich in dieser Woche? Wie denkst du so? Wir haben das Rad des Schicksals. Also, du hast das Gefühl, alles wendet sich zum Guten für dich. Du fühlst dich wohl, du hast Erfolg. Super. Besser geht's eigentlich nicht. Du hast Glück. Dann dein Wunsch. Dein Wunsch ist die 6 der Münzen und das heißt, dass du für deine Arbeit, für das, was du geleistet hast, die nötige Anerkennung bekommst und natürlich auch finanziell entlohnt wirst entsprechend. Das ist dein Wunsch. Dann haben wir deine Hoffnung und Ängste in dieser Woche und das ist die Königin der Kelche. Das heißt, du wünschst dir Stabilität, Sicherheit, finanziell abgesichert zu sein und ja, ein trautes Heim, dass du nach Hause kommst und weißt, was du geschaffen hast. Schön. Was ist gut für dich in dieser Woche? Da haben wir die 6 der Schwerter und das heißt, von unruhigen Zeiten geht es in ruhigere. Das kann bedeuten, du fährst in Urlaub, du ziehst vielleicht um, du hast dir was Neues angeschafft, eine Ferienwohnung meinetwegen, irgendwas in der Richtung und du spannst mal aus. Wie gesagt, das kann auch Urlaub bedeuten. Schön. Was ist denn nicht so gut für dich in dieser Woche? Das ist die 4 der Stäbe. Und die 4 der Stäbe ist ja auch so zu Hause und so weiter, kann auch bedeuten, dass eine Hochzeit ansteht, dass ein Familientreffen ansteht, was auch immer, eine Festivität und das behagt dir eben, da du ruhebedürftig bist und dich ein bisschen zurückziehen möchtest, behagt dir das wahrscheinlich in dieser Woche nicht so. Gucken wir mal, was der mögliche Ausgang in dieser Woche ist und das ist die 5 der Münzen. Ja, das kann bedeuten, dass du einfach sagst, nö, ich gehe da nicht hin, ich habe keine Lust, ich will meine Ruhe haben. Die 5 der Münzen bedeutet immer, dass sich jemand entweder selber ausschließt oder von einer Gruppe ausgeschlossen wird. In dem Zusammenhang würde ich das einfach so sehen, dass du dich da ausklingst.
Ja, wir gucken aber mal mit der zweiten Karte, ob ich da richtig liege oder eben nicht. Du hast das Rad des Schicksals, dem braucht man eigentlich nichts mehr hinzuzufügen, aber wir haben den Herrscher und damit hast du alles wunderbar im Griff. Das ist schön. Das ist ja super. Also besser kann man sich eigentlich nicht fühlen. Dein Wunsch ist halt, dass die Anerkennung kommt für deine Arbeit, für das, was du geleistet hast. Und guck mal hier, der Stern. Dein Wunsch wird dir erfüllt. Du darfst nach den Sternen greifen und sie kommen dir entgegen. Das ist doch schön. Toll. Ja, lieber Skorpion, dann gucken wir mal. Hoffnung und Ängste, auch Stabilität und Sicherheit. Königin der Münzen bedeutet halt auch Familie, Geld, Finanzielles, Absicherung allgemein. Und wir haben den Ritter der Schwerter. Und das kann bedeuten, dass du diesbezüglich eine Nachricht bekommst, dass du vielleicht da auch ja, kommunizierst mit jemandem, wie du das bewerkstelligen kannst. Vielleicht musst du irgendein Formular ausfüllen für den Rentenantrag oder für eine Auszahlung, irgendwas in dieser Richtung. Also es geht da auch um Kommunikation. Und der Ritter der Schwerter ist vielleicht auch eine Überraschung, also etwas, womit du nicht gerechnet hast. Das rauscht plötzlich rein und du bist dann total überfordert im ersten Moment. Nimmst dir einen Moment Zeit, denkst drüber nach und schaust danach. Da wir momentan Merkur rückläufig haben, bitte Verträge und alles, was schriftlich irgendwie verfasst wird, dreimal, viermal prüfen oder prüfen lassen. Ja, ganz wichtig. Du gehst in ruhigere Gewässer, das ist deine gute Karte und mit dem König der Münzen hast du da auch allen Grund zu und kannst dich freuen. Das wird passieren. Das heißt, du musst halt vorher wahrscheinlich irgendwas ausfüllen, irgendwas bewerkstelligen oder kommunizieren und dann passiert das auch so. Jetzt haben wir nicht gut für dich, ist die 4 der Kelche. Die 4 der Stäbe. Und da haben wir nochmal die 5 der Münzen. Das sagt mir ganz klar, du klingst dich da aus. Und das ist auch dein gutes Recht. Das ist, finde ich, nicht schlimm. Es nervt dich einfach, würde ich mal so sagen. Du hast vielleicht genug getan und hast da keine Lust zu. Und dann haben wir ja als Ausgang, dass du tatsächlich die 5 der Münzen wählst. Aber wir haben da die 5 der Kelche. Also könnte es bedeuten, dass du vielleicht im Nachhinein traurig bist, dass du nicht hingegangen bist. Also wäre es zu überlegen, da nochmal drüber nachzudenken, sich zu überlegen, ob du das machen möchtest vielleicht. Also du hast wirklich tolle Karten. Du hast hier das Rad des Schicksals mit dem Herrscher. Du hast hier die 6 der Münzen, was auch Ausgleich, Harmonie bedeutet. Und natürlich auch, dass du gerne Anerkennung möchtest für das, was du leistest. Und mit dem Stern ist das halt auch Wunscherfüllung und dass du das bekommst, was du dir wünschst. Hier haben wir die Königin der Münzen mit dem Ritter der Schwerter. Da gibt es irgendetwas Behördliches vielleicht zu klären oder zu kommunizieren. Und wir haben hier als gut für dich, du bewegst dich in ruhiger Gewässer und hast auch die Stabilität und Sicherheit mit dem König der Münzen. Hier ist es so, dass es da um eine Feierlichkeit geht, eine Festivität, an der du vielleicht nicht teilnehmen möchtest oder wo du nicht eingeladen wurdest. Das kann natürlich auch sein. Weil hier haben wir die 5 der Münzen und die 5 der Kelche. Und das bedeutet, dass du traurig bist darüber. Also entweder du möchtest nicht dran teilnehmen und bedauerst das im Nachhinein, oder aber man hat dich nicht eingeladen und du bist darüber enttäuscht und entsetzt oder traurig einfach, ja. Das kommt jetzt auf deine Situation drauf an. Wir schauen mal, was wir haben als Orakelkarte für den Skorpion. Und da haben wir Freundschaft. Ich erkenne, dass ein Freund oder eine Freundin nicht ohne Grund in meinem Leben ist. Also es geht da wahrscheinlich um die Wertschätzung auch einer Person. Das ist ja schön. Freundschaft ist immer gut. So, ich lese vor. Alle Menschen stammen aus derselben Quelle, aber manche Seelen sind von einzigartiger Verwandtschaft. Freundschaft kann zu den schönsten und fruchtbarsten Dingen überhaupt gehören, aber manchmal bringt sie auch tiefe Enttäuschung und Kränkung mit sich. Mache dir bewusst, dass du von jedem Menschen auf deinem Lebensweg etwas lernen kannst, sei es für ein Jahr oder ein ganzes Leben. Gemeinsam arbeitet ihr an Herzenslektionen wie Vertrauen, Liebe, Treue und tiefer Wertschätzung. Freundschaftsbande können stärker sein als Familienbande. Sie haben Wege des Verständnisses zwischen
sich und dem anderen gebahnt, denen die Zeit nichts anhaben kann und die mitunter mehrere Leben lang bestehen bleibt. Echte Freundschaft wirft Licht auf deinen Weg. Was dein Freund oder deine Freundin dir rät, ist immer von bester Absicht getragen. Seelenverwandtschaft und Austausch auf dieser Ebene gehören zu den größten Kostbarkeiten in dieser physischen Dimension. Also es geht da wirklich um Wertschätzung einer Freundschaft, vielleicht auch jemand, der dich vielleicht nicht eingeladen hat, wo du dann auch enttäuscht bist und dich ja zurückgesetzt fühlst. Das kommt jetzt wie gesagt drauf an. Vielleicht ist das auch umgekehrt, dass dein Freund, deine Freundin traurig ist, dass du nicht da warst. Ja, oder dass du es dann bedauerst im Nachhinein. Also das gilt es abzuwägen, was für dich wichtiger ist, was für dich ja sich besser anfühlt in dem Moment, wenn du eine solche Einladung ja entweder annimmst oder abschlägst. Ja, also du hast wirklich hervorragende Karten, lieber Skorpion. Ich hoffe, du kannst das doch alles schön nutzen und das auch richtig gut genießen. Und ich hoffe, dass diese Traurigkeit dann vielleicht dadurch, dass wir jetzt im Vorfeld darüber gesprochen haben, nicht aufkommt, weder bei dir noch bei jemand anderem, weil sonst ist es eine hervorragende Legung. Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt auf eure Kommentare und wie das ausgegangen ist tatsächlich und würde mich natürlich, wenn das dann zum Erfolg führt, über einen Daumen hoch freuen. Ja, und ja, dann sehen wir uns hoffentlich auch nächste Woche wieder und schauen, wie das Ganze weitergeht, wie sich das entwickelt. Auch, ich sag mal, hier, dass du viel erreicht hast und dich auch zurücklehnen kannst und dich zufrieden geben kannst mit dem, was du hast. Das hier finde ich jetzt gerade ein bisschen schade, aber vielleicht haben wir mit dieser Legung dafür gesorgt, dass das eben nicht stattfindet, weil das ist ja im Vorfeld gelegt und du kannst immer noch was daran ändern, die Entscheidung anders treffen und wäre schön, wenn ich dir dabei helfen konnte. Ja, lieber Skorpion, ich wünsche dir eine angenehme Woche, viele tolle Entscheidungen, Entwicklungen, viel Ruhe und viel Spaß und ja, dann sehen wir uns, wenn du willst, nächste Woche wieder. Alles Liebe und bis bald. Tschüss.